Seid gegrüßt, liebe Freunde, hier auf dem Spielebuffet. Da bin ich wieder, euer Zordan, und wir sind immer noch bei Graveyard Keeper. Natürlich, es ist... es ist noch recht früh. Und wir können bald, nämlich morgen, uns wieder um den Glauben kümmern. Heute ist Tag der Frau, das heißt... wir könnten diese Parfümgeschichte... könnten wir erledigen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Machen wir uns auch mal auf ins Dorf. Ja, der Kohl. Der ungedüngte Kohl, den ich nicht gedüngt habe. Ich Depp. Er ist fertig. Und jetzt habe ich wirklich so gut wie... Ich habe keine Saatgut mehr. Naja, machen wir das zumindest. Düngen wir nochmal eben die Felder alle hier fertig und dann... Wieder so ein Nebeltag. Oh, ich hasse es. Und da müsste ich eigentlich mal wieder ein bisschen Saatgut kaufen, damit ich hier nochmal so was anpflanzen kann, ne? So, Saatgut geht hier rein. Kohl geht hier rein. Habe ich was zu verkaufen? Ich könnte ein paar Möhren noch... Ja, nö. Wir gehen erstmal in den Ort. Warum gehen? Wir können auch fliegen. Auf ins tote Pferd. Ja, ja, ich weiß, dass der das Sagen hat, aber... Ach, ich soll ihr 12 Frösche besorgen. Verdammt mich. Hier, das Essen wurde geliefert. Ich brauche noch mehr Frösche. Wie komme ich dann an weitere Frösche? Erstmal verkaufe ich noch ein Fleischpaket. Bitte hinterher. Wohl bekomm's. Gibt's denn hier sonst noch was im Ort, was ich jetzt gerade mal erledigen kann, wo ich schon mal da bin? Da muss ich überall... Nee. Gehen wir wieder zu meinem Kumpel, dem Schmied. Der schläft noch. Alle verschlafen. Alle schlafen hier in diesem verschlafenen Nest noch. Den Schlaf der Gerechten. Ich könnte ja mal zu meinem Grundstück schauen. Hier kommt sie hin. Unsere Taverne. Das wird schön. Wenn ich es mir denn erstmal leisten kann. Erzählt mir noch nichts weiter. Wie denn auch? Ich habe ja seine Aufgabe noch nicht erfüllt. Da komme ich erst rein, wenn mich der Inquisitor lässt. Ja. Verdaddeln wir hier halt wieder ein bisschen die Zeit. Ja, Hulk Hogan, wie sieht's denn aus? Der will auch nicht reden. Okay. Dann weiß ich auch nicht, was ich jetzt machen soll. Nochmal in den Sumpf gehen? Wenn ich mal rausfinden würde, wie man Frösche fängt. Was hast du denn? Ach, du warst die mit der Milch. Was steht der Typ da rum? Nur so. Ja. Ein paar Beeren mit. Und ich lade schon mal beim Bauern vorbei, dass der mir vielleicht noch ein bisschen was zum Aussehen verkaufen kann. So sieht der nämlich, so sät der nämlich aus. Sieht. Hallo.
Kürbiskerne, silberne. Linsensamen, silberne, die kosten ganz schön viel. Ach, da schwindet mein Geld schon wieder. Tschüss dann. Kann ich jetzt meinen wieder nutzen? Jawohl, auf nach Hause. Wie Sie sehen, folgen wir hier einem strengen Konzept. Mehr oder weniger. Habe ich denn sonst noch was, was war? Nö. Wo ist in der Tasche, was wir hier? Auch nicht. Ich lade schon mal zur Hexe rüber. Ich werde dann aber eh nicht pünktlich wieder zurück sein, um den Parfumhandel abzuschließen. Morgen kümmern wir uns ordentlich um Glaubenspunkte wieder. Da sitzt so ein schöner Frosch. Ich könnte den noch einfach mitnehmen. Sehr verehrte Hexe. Ich bräuchte noch zwei Frösche. Ja, das kostet mich viel. Viel zu viel Geld. Irgendwann werde ich mal rausgefunden haben, wie man die fängt, und dann werde ich mich ärgern, aber macht nichts. Länger keine Leichen mehr bekommen, fällt mir auf. Ich werde schon mal morgen etwas vorbereiten, indem ich, warte mal, das habe ich nie eigentlich noch drin. Ah, okay. Gräber müssen wir auch bald wieder erneuern. Wie sieht's mit Kerzen machen aus? Sieht's mit neuen Gebeten aus? Kombo-Gebet, reumütiges Gebet, ja. Ich brauche mehr Honigwaben. Also sollte ich mich mal um die Bienengeschäfte weiter kümmern. Also müsste ich Blumen und so weiter machen. Hier. Ich kann ein bisschen experimentieren hier. Lebenslösung, Verlangsamung, Gesundheitslösung. Okay, das geht so nicht. Das geht so nicht, okay. Aber vor allem möchte ich ja eigentlich, und das möchte ich gerne in dieser Folge irgendwie schaffen, ins Zombie-Geschäft einsteigen. Und dazu müsste ich halt einfach mal, ne? Einen Zombie-Zyten züchten.
Nicht viel passiert heute. Genauer gesagt, so gut wie gar nichts. Ein bisschen Handel getrieben. Ich fühle mich so erfrischt. Ach, ich... Seht ihr, ich bin wieder falsch. Hier unten ist ja die korrekte... Also morgen ist erst der Glaubenstag. Gut. Dann werde ich jetzt... diesen Tag, glaube ich, damit verbringen. Ah, mein Grillspieß ist fertig. Was bringt mir den denn nochmal? Zäher Typ. Erlittener Schaden ist geringer. Das ist gar nicht schlecht, wenn man nämlich jetzt wieder in den Dungeon geht oder so, sollte man sich Kebabspieße mitnehmen. Dum, 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 dum. Wie war das? Ich brauche 10 Bienen. 10. Und die kommen erst am Tag raus, also warten wir jetzt noch mal ein bisschen, bevor wir hier alle Blumen pflücken. Da wäre schon mal wieder eine Biene, das ist doch sehr gut. Schlepp die Chemikalien mit mir rum, das ist auch ziemlich dämlich eigentlich. Das Zombie-Sägewerke. Ah, ein Schmetterling, den kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Hier ist noch Honig. Und das Bienenwachs, den brauchen wir wirklich. Also kommt das Wasser weg. Das Bienenwachs mit. Ganz viele Schmetterlinge. Schade, schade, schade. Ja, heute ist so ein Dödeltag, ne? Da wird nicht viel passieren. Erstmal nochmal eine Scheibe Brot. Und jetzt muss ich langsam aufpassen, dass mich die Bienen nicht kaputt stechen hier. Da war nochmal wenigstens eine. Juhu! Und jetzt benutze ich das Ding wieder ins tote Pferd. Und jetzt habe ich zumindest ausreichend Frösche da. Nein, ich möchte mit dir reden. Hier, deine Frösche. Danke. Kann ich dir eigentlich auch irgendwas anderes verkaufen? Nee, nur Brote höchstens. Hat Silberqualität Wein. Kostet mich aber 2 Silberne. Ja, so könnten wir die Story natürlich schneller weitergehen lassen. Okay, okay.
Wollte ich mal gucken, was du so zu bieten hast. Gerade nichts für mich, okay. Wir haben das Parfum. Ach, an einem Kirchenarbeitstisch wird das hergestellt. Aha. Wieder was gelernt. Guten Tag, darf ich mal? Danke, Entschuldigung. Ja, danke. Ab nach Hause. Ich muss den morgigen Tag vorbereiten. Ich habe nicht viel Bienenwachs. Das wird, glaube ich, nicht für weitere Kerzen reichen. Aber Fortschritte sind Fortschritte, auch wenn sie langsam sind. Was natürlich auch daran liegt, dass ich hier alles auf einmal schaffen will, was einfach nicht geht. So, was habe ich denn jetzt alles dabei, was ich hier gar nicht brauche? Stöcker, komm, lass mal hier rein. Stahlteile kommen wieder hier rein. Warum ich hier Wasser drin habe, wir wissen es nicht. Die Röhrstoffe. Wo habe ich denn Steine gelagert eigentlich? Ah, hier. Sand und so. Und ich komme hier hinein. Habe ich denn noch genug Zeug, um hier ein Abendessen zu machen? Ein gutes? Eine Lasagne haben wir noch. Damit wird es maximal Silber. Ups. Schlafen wollte ich eigentlich noch gar nicht. Na egal. Wir müssen uns ja ganz schön erholen vom letzten Tag. Ah. Jetzt fühle ich mich aber auch wieder gut. Kann ich das eigentlich auch selber essen? Ja gehen, oder? So, Bienen. 10 Stück brauche ich. Das dauert noch ein bisschen, bis ich da 10 Stück Bienen raus habe. Naja. So, heute ist Kirchentag. Heute ist aber wirklich Kirchentag. Motten und Schmetterlinge alle hier. Den Eimer Blut, vielleicht nicht unbedingt. Keine Ahnung, was der hier macht. Einmal Beeren. Und das aus, können wir wieder Saft herstellen. Ja, reichlich. Bringt alles ein bisschen voran hier. Ich muss ja wieder einen neuen Kuchen mit hochnehmen, damit ich hier besseres Abendessen machen kann. So, haben wir den. Alles klar. Wir nehmen den Keller. Dann lasse ich dann nochmal den Bluteimer hier. Äh,
Nö, hier will ich ja gar nichts. Doch, Kerzen will ich machen. Kann ich Kerzen machen mit dem bisschen Bienenwachs, was ich habe? Es geht nur am Kirchenarbeitstisch. Säure, Lauge, okay. Vier Stück. Weiße Farbe, wie ist denn das, wenn ich denn hier im Handmischer irgendwie mal Blüten zerstampfe oder so? Wird das vielleicht auch gehen, aber ich glaube, dazu brauche ich erst so eine Alchemie-Mühle mal. Dazu brauche ich polierten Stein und für polierten Stein bin ich noch nicht weit genug. Und einen Destillationswürfel, ja, den könnte ich halt machen. 20 Steine und 8 komplexe Eisenstücke. Okay, jetzt kümmern wir uns aber erstmal halt um den heutigen Kirchentag. Dann wollen wir noch mal. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, toll, toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Eure Spenden sind immer willkommen. Ja, genau, tolle Predigt. Lasst mal ordentlich was da. Sehr schön. Beichten wollte niemand, schade. Danke, Meister. Handelslizenz kostet 50. Oh, da bin ich noch weit von weg. Bessere Gebete. Ich brauche von allem mehr Besseres. Halt nur mal gerade durch, ob es irgendwas Interessantes zum Untersuchen gibt noch, aber... So, den Kram mal hier. Ich habe es 8-mal glauben. Ich glaube es ja kaum. Ich glaube aber, ich brauchte 10, um einen zu erwecken. Das heißt, wir müssen noch eine Woche warten. Mist. Ja, 10. Schade, schade. Der ist schon kaputt. Den könnten wir mal beerdigen hier. Damit wir das auch mal wieder machen.
Zumindest Grabzäune habe ich noch. So. Grabsteine habe ich leider keine mehr. Das heißt, ich muss auch bald wieder in den Steinbruch dafür Nachschub sorgen. So, jetzt bin ich ja so gut wie erschöpft. Haben wir hier noch ein bisschen die Friedhofsqualität gesteigert. Ein rundum ereignisloser Tag. Ach, wir haben keine Karotten mehr, deswegen kriege ich keine Leichen mehr. Das macht Sinn. Na dann gehen wir mal schlafen und sorgen dafür morgen noch für Nachschub. Und morgen können wir ja auch das Parfüm bringen. Seht ihr? Dann kriegen wir es auch noch unter heute. Also morgen ist ja eigentlich schon heute. Wir haben ganz schön viel gerannt. So, mal ein bisschen ausgeschlafen. Ja, da fühle ich mich aber wirklich erfrischt. Ja, ist mein Gemüse schon fertig? Oh ja. So, konnten wir wenigstens noch ein bisschen was anpflanzen. Sehr schön. Zwanzig nehme ich mir mit. Und warte, die Ernteabfälle noch wegtun. Denn die Kisten sollen ja nicht so, ne? Und so weiter. Noch eine Bestattungsurkunde, ja. Dann auf zum toten Pferd mal wieder. Einmal wie immer. Ich habe das Parfum. Bitteschön, ein Fläschchen Parfum. Oh, ich würde dich am liebsten knutschen. So froh bin ich. Ich trage es bei meinem Konzert im Königspalast. Das wird der Höhepunkt meiner Karriere sein. Aber ich muss mich noch um so viele Dinge kümmern. Du bist so lieb. Vielleicht kannst du mir noch ein wenig helfen. Ich brauche eine romantische Geschichte für die Eröffnung des Konzerts. Vielleicht fällt dir ja was ein. Ich kann nicht gut schreiben. Und ich will mir nichts zu Triviales ausdenken. Ich glaube, ich weiß, woher ich eine gute Geschichte bekomme. Oh, in einen Mann wie dich könnte ich mich glatt verlieben. Eine Liebesgeschichte von höchster Qualität. Dazu brauche ich Wein. Achso, mehr steht auch gar nicht. Totes Pferd, einfach totes Pferd. Dann machen wir doch mal einen kleinen Abstecher auf den Weinberg und gucken mal, ob da schon was
ausgewachsen ist. Och ja. Jetzt habe ich 4 bronzene Trauben. Schmetterlinge, keine Bienen. Jetzt mal ehrlich, wie ist denn das mit Geschichten schreiben so? Tja, vielleicht sollte ich mich mal in diese Richtung ein bisschen mehr erkundigen. Aber heute wird das nichts mehr. Und ich glaube, für den morgigen Tag werde ich erstmal in den Steinbruch mich begeben und neue Grabsteinutensilien herstellen. Machen wir noch mal ein paar Keramikschüsseln hier. Für mehr Stahlteile. Was war denn das mit verbesserte Glasgefäße? Kriege ich doch auch. Da kriege ich doch auch ein bisschen was raus. An Wissenschaftspunkten meine ich nämlich. Lassen wir da einfach mal ein bisschen die Mühlen arbeiten. Ich brauche mehr Wissenschaftspunkte. Ja, und damit haben wir schon wieder das Ende einer Folge erreicht. Es ist irgendwie nicht so richtig viel zurande gekommen heute, aber wir befinden uns auf dem richtigen Weg, da bin ich mir sicher. Bis dahin, liebe Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!